Klangforscher sind, also wir zum Beispiel, wir beschäftigen uns mit Klängen und wir waren im Hafen und haben Hafenklänge aufgenommen und haben geguckt, was zum Beispiel der Hafen für Klänge hat. Also wir erforschen Klänge. Sieht ja immer mit den Augen und sieht, ah ja, das ist schön, aber man hört, also man achtet nie so auf die Töne. Also es ist was total Schönes, Klänge zu hören oder auch mal sich mit Klängen zu beschäftigen oder an Orten, wo man eigentlich total oft ist, mal neue Dinge zu entdecken, so wie irgendwelche Töne, die eigentlich immer da waren, aber man sie erst jetzt richtig wahrnimmt. Zuerst habe ich das nicht so ganz verstanden, wie wir das jetzt, was wir so jetzt machen sollen. Aber dann halt später, als wir immer so zum Hafen gegangen sind oder eben halt diese Interviews oder eben jetzt hier halt auch beim NDR, das finde ich eigentlich schon ganz cool und jetzt macht es auch Spaß. Ja, ich war auch erst etwas skeptisch, weil wir eigentlich halt nicht wirklich Lust darauf hatten. Aber dann nach so ein paar Wochen, als wir dann halt angefangen haben, Dinge aufzunehmen und zu schneiden, das Schneiden auch zu lernen so ein bisschen. Umstritten wegen der Kosten, nicht allerdings wegen der klanglichen Qualität. Sehr gut, perfekt. Super! Das ist eine sehr gute Frage, die sich eigentlich bei allen Konzerthäusern so beantworten lässt, dass das so ist. Wenn man also in einem leeren Saal spielt, klingt der anders, als wenn der Saal voll ist. Hafen ist quasi etwas, was von dem akustischen Lebensumfeld relativ weit entfernt ist schon. Also die sind nicht täglich am Hafen, das will ich damit sagen. Auf der anderen Seite ist es ein Ort, den sie erreichen können und der auch etwas mit ihnen zu tun hat. Das heißt, sie hatten wirklich auch die Möglichkeit, nicht nur genau hinzuhören, sondern auch Geräusche zu entdecken, die sie vorher noch nicht kannten. Also wir haben uns eine Geschichte überlegt über einen Rundgang sozusagen vom Hafen. Wir erklären, wo wir da waren, was wir da gemacht haben. Und dann halt zwischendrin sind immer die Aufnahmen, die wir da gemacht haben. Also ich fand es halt interessant auch, vor allem hier beim NDR, die Sachen halt aufzunehmen und das Ganze zu bearbeiten. Also ich glaube schon, dass sich die Hörgewohnheiten geändert haben, dass sie auch bewusster zuhören manchmal. Also jetzt, wo ich zum Beispiel, wo ich sehe, wie sie nach Geräuschen suchen gerade. Es macht Spaß, wenn man halt immer irgendwo hingeht und das dann halt so neu entdeckt. Also am Anfang, wenn ich halt durch Straßen gegangen bin, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, da habe ich oft auf mein Handy oder so geguckt. Aber jetzt, wo ich halt auch so ein Klangforscher bin, da achte ich automatisch auf die Geräusche, die auch neben mir sind, kann auch so fast immer sofort sagen, was es ist.